Ich habe wenige schwarze Uhren, zwei davon habe ich schon vorgestellt, die Laco 96 und die Seiko Ninja Samurai. Links zu den Vorstellungen findet ihr hier oben in der Ecke. Als ich mir die Laco geholt habe, habe ich euch gefragt, ob es für euch interessant wäre, einen Vergleich zwischen diesen beiden Uhren zu machen. Die Antworten waren überwiegend positiv und genau darum geht es heute in dem Video. Ein Vergleich zwischen der Seiko Ninja Samurai in Schwarz und der Laco 96 ebenfalls in Schwarz. Wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um den Vergleich zweier schwarzer Uhren, die sich doch sehr ähnlich sind im Auftritt und trotzdem komplett unterschiedlich. Ich habe beide Uhren schon vorgestellt, deswegen werde ich Maße, Daten, Fakten, technische Informationen nur sehr selektiert anbringen, nämlich da, wo es wichtig ist für den Vergleich, aber ich werde die Uhren nicht komplett vorstellen. Wie gesagt, hier oben habe ich euch die Vorstellungen der Uhren schon verlinkt und am Ende des Videos kommen nochmal zwei Karten, zwei Einblendungen, müsste eigentlich hier auf der Seite dann sein, wo es um den Tragetest der Uhren über eine ganze Woche geht. Somit könnt ihr die Uhren separat sehr detailliert euch anschauen. Heute geht es nur um den Vergleich, wo ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede sehe. Um das machen zu können, muss ich kurz umbauen und dann geht es auch schon los. So, hier haben wir also die beiden Uhren, die ich euch heute im Vergleich zeigen möchte. Gehen wir mal ein kleines bisschen näher ran noch. So, das ist doch deutlich besser. Wir haben auf der linken Seite die Laco Edition 96 und auf der rechten Seite die Seiko Ninja Samurai. Der erste Unterschied, der mir auffällt, ist, dass die Uhren, na, ist kein Unterschied, das ist die Gemeinsamkeit. Die Uhren sind annähernd gleich schwer, zumindest wenn ich sie so hochhebe. Die Laco hat, das war gerade mein Hund, falls ihr es gehört habt, die Laco hat eine weiße bzw. graue Leuchtmasse und die Seiko eine cremeweiße Leuchtmasse, was dazu führt, dass mir die Laco in der Tagesansicht besser gefällt, weil der Kontrast klarer ist, es wunderbar zu den Indizes passt, aber die Seiko ist bei Nacht die eindeutig leuchtstärkere Uhr. Ich zeige euch das später im Video aber noch einmal im Detail. Was die Größen betrifft, sind die Uhren sehr nah beieinander. Die Laco hat 42 mm und die Seiko 43,8 mm im Durchmesser. Ich zeige sie euch jetzt einmal am Arm, denn am Arm wirken die Uhren doch komplett anders. Dafür muss ich meine Sinn 910 SRS abnehmen und packe mir zunächst mal die Laco an den Arm. Und die passt wunderbar an meinen Arm. Ich gehe mal ein bisschen raus. Bei dem Wristshot finde ich immer, ist etwas schöner, wenn man mehr vom Arm sieht. Passt wunderbar, sitzt gut, nicht zu hoch. Bei der Laco ist übrigens noch das Originalband dran, weil ich das richtig klasse fand von Laco. Und jetzt schauen wir uns die Seiko an. Auch diese am Arm klasse, aber man sieht schon, dass sie deutlich größer ist. Subjektiv fällt mir auf, dass sich die, was wieder ranzoomen, dass man wieder besser sehen kann. Subjektiv fällt mir auf, dass sich die Seiko am Arm höher anfühlt als die Laco, aber beide Uhren haben nur einen Durchmesser, eine Höhe von 13,8 mm. Ich halte sie mal so untereinander, da kann man das sehen, dass sich die Uhren in der Höhe wirklich nicht viel geben, aber die Seiko, nein, das ist die Seiko, die Seiko fühlt sich am Arm deutlich höher an.
Ein weiterer Unterschied ist die Rückseite. Hier hat Seiko den Boden leider nicht geschwärzt. Wenn man sich nur die Rückseite betrachtet, hat das auch seinen Charme, aber das finde ich von Laco insgesamt schlüssiger gelöst. Irgendwo muss der Preisunterschied hier auch herkommen, denn die Seiko, die eine in Anführungsstrichen Limitierung von 8000 Stück hat, hat einen Listenpreis zum Zeitpunkt im Herbst letzten Jahres, als ich sie gekauft habe, von 510 €. Und die Laco, limitiert auf 96 Stück, hatte einen Listenpreis von 1290 €. Also grob das 2,5-fache. Das muss natürlich irgendwo herkommen und das zeigt sich unter anderem dann eben auch am Boden. Bei der Seiko war ein Silikonband verbaut, was für den Preis absolut okay war, aber ich bin zum einen nicht der ganz große Silikonband-Fan, zum anderen war das ein unglaublicher Fusselmagnet. Aus diesem Grunde habe ich hier ein Chronissimo-Band an die Uhr gebaut. Ich finde, das passt ganz hervorragend, steht der Uhr super und so werde ich sie lassen, denn damit ist die Uhr hervorragend ausgestattet und zum Schwimmen und allem geeignet. Das erkennbar schmalere Band an der Laco lässt die Uhr insgesamt etwas filigraner erscheinen, wobei eine Uhr mit 42 mm Durchmesser nicht wirklich filigran ist. Aber insgesamt wirkt die Uhr doch ein klein wenig zierlicher im Vergleich zur Seiko, obwohl nur 1,8 mm im Durchmesser zwischen den beiden Uhren liegen. Beide Uhren sind übrigens auch wasserdicht. Die Laco ist abgedrückt bis 30 ATM und die Seiko, obwohl sie doch noch mehr wie Taucheruhr aussieht, nur bis 20 ATM. Beide damit für alle Widrigkeiten des Alltags gerüstet. Zu der Art der Beschichtung kann ich nichts sagen. Ich bin also kein Fachmann und ich habe auch nicht wirklich etwas im Detail dazu gefunden. Und wenn ich es mal gefunden und gewusst habe, habe ich es vergessen, weil es mir schlicht nicht ganz so wichtig ist, ob das jetzt eine DLC-Beschichtung oder eine PVD-Beschichtung ist. Ich kann sagen, im Rahmen dessen, wie ich die beiden Uhren trage, sind die Beschichtungen absolut alltagstauglich. Ich trage die Uhren im Wechsel in meiner üblichen Rotation. Die Uhren haben kein gehärtetes Gehäuse, das heißt, hier könnte theoretisch der Eierschaleneffekt auftreten. Wenn man also irgendwo massiv aneckt, dass dann die Beschichtung kaputt geht und eine richtige Delle drin ist und sie vielleicht auch abbröckelt, das kann passieren, ist mir aber noch nicht passiert und ich habe auch keinen Abrieb an der Beschichtung. Was aber auffällig ist, das ist die Art und Weise, wie die Beschichtung gemacht ist. Und ich versuche mal, das einzufangen, denn die Laco-Beschichtung glänzt etwas und die Seiko-Beschichtung ist ganz matt schwarz. Und das finde ich bei der Seiko eigentlich fast noch ein Ticken besser als bei der Laco. Dieses ganz matt schwarze passt in meinen Augen noch ein bisschen besser zu den Beschichtungen als das doch glänzende, lichtreflektierende der Laco. Die Lünetten drehen übrigens alle in eine Richtung und sehr gut, sehr sauber. Ich schaue mal, ob ich das tonmäßig einfangen kann. Das ist die Laco. Und jetzt schauen wir uns die Seiko an. Die hat noch mehr das Tresor-Feeling, die ist sehr robust, sehr präzise, knackig. Und hier haben wir ein mehr Tresor-mäßiges Feeling. Ich gucke mal, ob ich es höre, zum Hören bringen kann. Das war die Seiko. Beide Uhren gehen sehr genau. Die Seiko ist die eindeutig besser ablesbare Uhr, wenn es dunkel ist. Ich finde die Laco tagsüber besser ablesbar. Bei der Seiko muss ich gestehen, der kleine Stummelzeiger der Stunde mit dem Dreieck
irritiert mich tagsüber doch etwas. Da muss ich öfter mal den Zeiger suchen. Ich gehe noch mal ein kleines bisschen rein und zeige euch das noch mal ein bisschen näher. Da finde ich die Laco doch konventioneller, praktischer, alltagstauglicher als die Seiko. Auch schöner finde ich bei der Laco das Datum gelöst mit der schwarzen Datumsscheibe. Fällt fast nicht auf. Bei der Seiko, hier kann man das noch ein bisschen sehen, auch wenn der Minutenzeiger fast drüber ist, die Indizes sind mit cremeweißer, gelblicher Leuchtmasse belegt. Das Datumsfenster ist aber hart weiß. Das geht, ist aber nicht ganz harmonisch. An der Stelle finde ich die Laco schlicht und ergreifend besser gelöst. Beide haben einen Kronenschutz, somit sind die Uhren an dieser Stelle auch sicher. Allerdings ist die Krone bei der Laco nicht besonders tief. Ihr könnt das hier sehen, da ist nicht, steht nicht weit raus, ist zwar groß und man kann sie auch mit Handschuhen bedienen, aber sie ist, naja, eben kleiner und dadurch auch etwas schwerer zu greifen. Die Krone der Seiko steht weit raus, ist groß und ist damit wirklich gut zu greifen, hat aber die etwas schlechtere Riffelung. Das heißt, mit Handschuhen rutscht man hier über dieses Rautenmuster leichter drüber als über die sehr prägnant geriffelte Krone der Laco. Unterm Strich würde ich sagen, beide sind gleich gut zu bedienen. Komfortabler am Arm ist die Laco, weil die Krone einfach nicht so weit raussteht. Ja, das war soweit mein Vergleich, ohne dass ich das Licht ausmache. Jetzt zeige ich euch die beiden Uhren nochmal im Dunkeln. Dafür machen wir kurz mit meiner Taschenlampe, falls irgendeiner wissen möchte, was ich da habe, die Phoenix E41. Beide mal kurz und knackig anstrahlen und dann das Licht ausmachen. Ihr könnt es sehen, beide Uhren sind mit Leuchtmasse ausgestattet, aber die Seiko ist die deutlich hellere Uhr. Man kann es sogar ein bisschen sehen hier, sie leuchtet auf meine Hand ab, das ist mein Handschuh hier links, und strahlt wirklich noch ab. Die Laco hat da deutlich weniger Taschenlampeneffekt. Beide Uhren sind die ganze Nacht gut ablesbar, aber die Seiko ist da ganz klar der Gewinner, was die Ablesbarkeit betrifft. Die Laco finde ich die optisch interessantere Uhr vom Nachtbild her. Wenn euch solche Vergleiche gefallen, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht sonst noch sehen wolltet. Sofern ich die Uhren verfügbar habe, und zwar gleichzeitig verfügbar habe, um einen solchen Vergleich zu machen, mache ich das ausgesprochen gerne. Es hilft mir natürlich total, an solche Uhren zu kommen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder vielleicht sogar ein Abo, falls noch nicht geschehen, denn das zeigt, dass mein Kanal gut ankommt, die Videos gerne gesehen werden und die Hersteller auch was davon haben, wenn ich ihre Uhren auf meinem Kanal zeigen kann. Ja, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von den beiden Uhren denkt, was euch aufgefallen ist, was ich vielleicht noch nicht gesagt habe. Ach, eine Sache noch, Hartlex Saphir, aber das wusstet ihr natürlich. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.